mal eine andere Art der Ansprache oder Rede. Daheim in meinem Badezimmer hängt ein Schild, auf dem steht: Früher war selbst die Zukunft noch besser. Und irgendwie hat mich dieses Schild inspiriert. Und so habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie war das denn früher? Früher, anno 2019, und wie ist es denn heute, Mai 2021? Ich erzähle euch mal meine Gedanken und ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Früher dachten die Menschen tatsächlich, was willst du? Okay, danke. Dann nehmen wir aufhören. Mensch, Werner. Früher dachten die Menschen tatsächlich, es ist gut, wenn der werdende Vater an der Schwangerschaft seiner Partnerin teilnimmt. Völlig verrückt, dieser Gedanke. Heute weiß man es besser. Und so ist er im Abseits wunderbar aufgehoben. Früher waren die Männer bei der Geburt vom Anfang an dabei. Naja, heute entscheidet der Muttermund, der Frau, ab welchem Zeitpunkt der Mann gebraucht wird. Früher dachte man, langes Bonding zwischen Vater und Kind wäre wichtig für die Bindung. Okay, heute benötigt man für die Bindung vielleicht pro Tag eine Stunde und dann weiß man, jetzt ist gut. Früher ließ man Vater und Mutter gemeinsam zu ihrem Kind auf Intensivstation. Heute ist Einzelgehen angesagt, denn das ist wesentlich sicherer. Früher waren anscheinend Kontakte unter jungen Eltern wichtig. Man nahm an, dass sie sich gegenseitig stärken und austauschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gab Dinge wie Babymassage, Singgruppen, Krabbelgruppen, alle möglichen Gruppen, Babyschwimmen. Heute ist doch der Schutz, den die Isolation uns bietet, wesentlich besser. Früher spielten die Kinder in den Kitas mit Bausteinen und Legos. Heute wird den Kindern endlich mal die Realität beigebracht. Denn jetzt stecken sie sich die Stifte in den Mund und in die Nase und spielen, testen Corona und Lockdown. Hört sich böse an, ich weiß. Früher wurde scheinbar in den Kitas gesungen und gekuschelt. Also heute sind die Gruppen hygienisch getrennt und die Erzieherinnen tragen Maske. Früher ging man davon aus, dass die Kinder durch die Kitas und Schulen eine gewisse Stabilität hätten. Heute ist das wesentlich sicherer. Heute entscheidet ein Test, wie stabil die nächsten 14 Tage für unsere Kinder sein werden. Früher wurde ein Tablet in den Händen eines Kindes nicht gerne gesehen. Könnt ihr euch das denken? Unvorstellbar in unserer modernen Zeit. Heute gehört das Tablet zum Inventar eines Kinderzimmers und ist sehr, sehr wichtig. Früher gingen die davon aus, dass Sport, Spiel und Bildung für die Kinder wichtig wären. Heute sind wir doch einfach mal dankbar, wenn sie statt Homeschooling mit Abstand, Test und Maske endlich hin und wieder in die Schule dürfen. Früher brauchte man keinen negativen Test, um Fußball zu spielen. Wie leichtsinnig. Heute ist dies ein guter Weg,
um ohne Maske und Abstandsregeln spielen zu können. Aber man muss schon wissen, diese Regeln gelten natürlich nicht für die Schüler. Früher haben sich die Menschen auf der Straße angelächelt. Heute ist man doch froh, wenn man den Gegenüber unter der Maske erkennt. Früher begrüßten sich die Menschen im Supermarkt mit einem freundlichen, netten Hallo und redeten hin und wieder miteinander. Heute geht das wesentlich schneller und der Gruß lautet Maske. Früher waren die Menschen vielleicht etwas besser im Kopfrechnen. Heute wissen gar viele gar nicht, wie ein Inzidenzwert 100 errechnet wird. Und so fragen sie sich, ist das tatsächlich nur ein Mensch von 1000? Naja, diese Frage ist eigentlich nicht wichtig. Früher drohte eine Überbelastung der Intensivstationen und die Menschen verstanden, dass die Regierung sie schnell durch den sicheren Lockdown schützt. Heute haben wir keine Überbelastung mehr, aber wir sind so erleichtert. Gibt es jetzt doch seit November einen neuen Paragraphen, der uns sehr lange beschützen wird und die Situation unter Kontrolle hält. Früher, oje, waren Querdenker, Freidenker und Mitdenker in Firmen und unter Freunden willkommen. Also ich meine jetzt, so richtig willkommen. Heute weiß man ja Gott sei Dank, dass diese Menschen, Nazis, Corona-Leugner, Aluhutträger oder Rechte sein könnten. Und man vermutet, dass sie dringend einen Therapieplatz brauchen. Früher waren Denunzianten lästige Menschen. Mischten sie sich doch in Dinge ein, die sie gar nichts angehen. Gar nichts. Heute sind wir dankbar, dass es Denunzianten gibt. Denn sie zeigen wenigstens Verantwortung. Früher hieß es, wir brauchen eine Maske. Einen Test. Noch ein bisschen durchhalten. Ein Lockdown da, ein Lockdown da. Bisschen Quarantäne. Nur eine kleine Ausgangssperre und ein Mini-Reiseverbot. Okay, blöd. Für manche auch Berufsverbot. Heute wissen wir, dass unsere Freiheit zu unserem Schutz noch lange an Bedingungen geknüpft sein muss. Und wir sind dankbar für diese klaren Regeln, die wir zwar nicht immer verstehen, aber die uns ganz deutlich sagen, was wir zu denken und zu tun haben. Früher, könnt ihr euch das vorstellen, war Mülltrennung wichtig und Plastik verpönt. Heute sehen wir das Gott sei Dank ein bisschen lockerer. Denn die millionenfachen Tests sind doch alle in Plastik verpackt. Aber egal, denn auch der hochinfektiöse Mundschutz gehört doch vielleicht in den Sondermüll. Aber hin und wieder landet er halt einfach auf der Straße. Früher war es normal, sterbende und kranke Menschen zu begleiten. Anstrengend war das damals, anstrengend. Heute ist das anders. Denn die Kranken und die Sterbenden haben sich so langsam daran gewöhnt, alleine zu sein. So ist halt das Leben. Früher, stellt euch vor, haben sich Menschen einfach getroffen. Sie sind gemeinsam essen gegangen, in den Urlaub gefahren, ins Schwimmbad oder in den Freizeitpark. Einfach so. Also heute gibt es Gott sei Dank die Gruppe der 3Gs. Die 3Gs haben das Privileg erhalten, alle Freiheiten genießen zu dürfen.
denn sie sind getestet, geimpft oder genesen. Für alle anderen heißt diese halt, wie einst nur für die Vierbeiner, wir müssen draußen bleiben. Früher war die Gleichstellung aller Menschen ein hohes Gut. Ein hohes Gut. Heute entwickeln wir uns langsam zu einer Zweiklassengesellschaft. Eigentlich möchten wir das nicht. Nee, also wirklich, wirklich nicht. Aber wenn man mal so da genauer darüber nachdenkt, ist es doch ganz praktisch. Es gibt überall Platz und kein Gedränge. Früher kauften die Menschen anscheinend viel mehr regional ein und fanden das auch noch prima. Heute haben wir durch den Lockdown gelernt, dass Einkaufen bei Amazon und Co. viel bequemer ist. Das Leben wird dadurch auch erheblich leichter und die Insolvenzen werden 2020 ja auch nicht mehr. Früher dachten die Menschen, die körperliche Unversehrtheit ist ein wichtiges Grundrecht. Also heute. Heute geht man davon aus, dass Grundrechte definitiv einen zu hohen Stellenwert haben. Früher waren die Ärzte die Götter in Weiß und ihnen wurde uneingeschränkt vertraut. Das muss man sich mal vorstellen. Heute passiert sowas nicht mehr, denn die Diagnosen werden akribisch kontrolliert und Gott sei Dank in Frage gestellt. Früher gingen die Menschen mit Symptomen auch zum Arzt und wurden beraten. Wisst ihr, was das gekostet hat? Heute gehen die Menschen ohne Symptome in ein Testzentrum. Die sind inzwischen überall. Das ist so praktisch. Die Tests sind dort kostenlos und unsere Urenkel und Enkel werden diese Kosten später sicherlich gerne übernehmen. Schneller nicht denken. Ja. Tja, das waren jetzt mal so ein paar Gedanken zu 2019. Im Heute kaum vorstellbar, wie die Menschen früher gelebt haben. Unvorstellbar. Aber gut, früher ist vorbei. Und heute? Also im Heute bin ich so ein bisschen unzufrieden. Und das ist nicht gut. Daher lenke ich meine Kraft mal lieber auf die Zukunft. Denn die liegt doch näher, als wir denken. Eigentlich ist sie immer gleich da, im nächsten Augenblick. Und in der Zukunft möchte ich nicht mehr unzufrieden sein. Und auch nicht dagegen. Dagegen bringt nichts. Sondern ich bin dafür. Und zwar bin ich dafür, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ich bin für die Entfaltung der Persönlichkeit und für das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit. Ich bin für die Gleichheit vor dem Gesetz und unbedingt für die Freiheit der Person. Ich bin für das Recht der freien Meinungsäußerung und für das Recht auf die Versammlungsfreiheit. Ich bin für das Recht auf Bildung und für das Recht der Freizügigkeit. Ich bin für das Recht auf Berufsfreiheit und für das Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. Vor allem aber bin ich für ein Miteinander. Und so denke ich, fangen wir an, denn die Zukunft hängt davon ab, was wir im Heute tun. Dankeschön.